Seit gestern Abend 17 Uhr wird gestreikt. Die Deutsche Post AG und Verdi konnten sich auch in der zweiten Tarifrunde nicht einigen. Der Verdi-Bereichsleiter David Merck war früher selbst Zusteller bei der Post und kennt die Ängste und Sorgen der Angestellten. Er war die ganze Nacht über an der Seite der Streikenden. Das Mauern der Arbeitgeber ist für ihn unbegreiflich. Die Arbeitsbedingungen bei der Deutschen Post AG sind zurzeit sehr, sehr problematisch. Man hat einen totalen Personalmangel. Das hat etwas mit den Arbeitsbedingungen zu tun, mit der hohen Arbeitsbelastung, aber auch mit den Löhnen. Und die Arbeitsbedingungen müssen besser werden. Und in dem ersten Schritt braucht es eine deutliche Lohnerhöhung. Es geht um 15% mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und um 200 Euro mehr für die Azubis. Verdi sagt, obwohl die Versandzahlen insgesamt zurückgehen, lastet immer mehr Arbeit auf weniger Schultern. Und das liege an den schlechten Arbeitskonditionen. Die Gewerkschaft prognostiziert 2023 einen Kaufkraftverlust der Beschäftigten von 13,3%. Die Münchnerinnen und Münchner sind vor allem sauer auf die Post. Für die Streikenden gibt es viel Verständnis. Wenn Arbeitnehmer mehr Geld brauchen und verlangen, dann finde ich das okay. Und ich meine, zwei Tage. Die haben sehr viel zu tun, denke ich. Ja, ich finde den Streik gerechtfertigt. Ich fände es aber auch gerechtfertigt, wenn Paketlieferanten und Briefträger auch mehr bekommen. Ja, wenn es nötig ist, dann sind Streiken. Weil die Post macht ja Gewinne. Und die sacken das selber ein und geben nichts den Angestellten. Laut Verdi hat die Deutsche Post 2022 einen Reingewinn von 8,4 Milliarden Euro verbuchen können. Zum Vergleich, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch 4,1 Milliarden. Mit über 100% Zuwachs gehört die Post also auch zu den Krisengewinnern. Bislang gab es aber von den Arbeitgebern noch kein konkretes Angebot. Auf Anfrage von München TV antwortet der Konzern: Da wir bereits angekündigt haben, in der dritten Runde ein Angebot vorzulegen, sind die Warnstreiks aus unserer Sicht unnötig, da sie nur zulasten unserer Kundinnen gehen. Da habe ich eine total andere Meinung. Ich glaube, je mehr Beschäftigte sich am Streik beteiligen, desto besser wird das Angebot der Deutschen Post AG in der dritten Runde werden. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass die Deutsche Post AG es nicht geschafft hat, in zwei Tarifrunden mit drei Verhandlungstagen ein Angebot zu machen. Auch morgen wird die Arbeit in den Sortier- und Verteilzentren noch ruhen. Am 8. und 9. Februar gehen die Verhandlungen dann in die dritte Runde.